Der Weehawk LP ist zurück mit Super Mario Galaxy 2 und geht anscheinend eine etwas schwierige Mission an. Oh Gott. Probieren wir es. Ziel ist es... Ach, ihr werdet sehen. Oh Gott. Oh Gott! Ja, ich habe ein bisschen Respekt vor dieser Aufgabe. Rüber! Oh Mann. Das war schnell. So. Okay. Ich kann jetzt nicht mal hier besonders lang stehen bleiben. Ich muss jetzt hier durchziehen. Durchziehen! Ja! Oh mein Gott! Das war nicht gut gerade. Aber egal, es hat gereicht. So. Wenigstens müssen wir keine Silbersterne mehr einsammeln. Das wäre ja noch schöner. Dann hätte ich hier überhaupt keine Chance. So habe ich zumindest eine kleine Chance. Und die will ich nutzen. Gut. Alles in Ordnung. Oh Gott, oh Gott. Alles in Ordnung. Oh Gott, jetzt könnte aber langsam mal was passieren. Das schaffe ich doch nie. Nein, 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 nein. Das ist einfach zu wenig Zeit hier. Ich krieg die Krise. Mann. Darf doch nicht wahr sein. So, nochmal. Und rüber. Jetzt Uhr sammeln und Weitsprung. Oh mein Gott. Das ist so eine Scheiße hier, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das nervt richtig, das nervt richtig, das sage ich euch. Aber gut, das nützt ja alles nichts. Okay. Ja. So, jetzt durchziehen. Beziehungsweise hier stehen bleiben. Jetzt sieht es schon von der Zeit her deutlich besser aus. Das dürften wir jetzt hinbekommen, wenn wir keinen leichtsinnigen Fehler machen. So. Okay. Und jetzt ganz schnell rüber. Das wird was. Das schaffe ich, Leute. Das schaffe ich, Leute. Ich krieg das hin. Wir sammeln den Stern. Wir haben den Stern. Haha. Yay. Wir haben es geschafft. Wir sind... immer noch Super Mario und wir haben den nächsten Stern für unsere Sammlung. Es geht voran, viele fehlen nicht mehr. Nummer 115 ist im Sack. Sehr schön. Und, oh. Ein Schabernack-Komet ist aufgetaucht, jedoch seltsamerweise nicht in der Bossparade, sondern in der Schüttel-Schieber-Galaxie. Gut. Das war eine harte Galaxie. Aber du hast dich meisterlich. Ja. Komm. So, Schüttelschieber-Galaxie. Gehen wir den Kometen doch direkt mal an. Ich meine, wenn wir schon mal da sind, dann können wir das ja gleich mal probieren. Das ist bestimmt lila Münzen. Mit verfolgenden Schatten Marius als Risikokomet und beeil dich. Schatten, Schüttel, Panik. Das kann nur eins bedeuten. Es sind tatsächlich verfolgende Schatten Marius in diesem Level unterwegs. Und wahrscheinlich, weil da beeil dich steht, geht das Ganze auch noch auf Zeit. Aber gut, wir müssen uns sowieso beeilen, wenn die Schatten Marius hinter uns her sind. Also von daher. So. Okay. Es geht schon mal nicht auf Zeit. Aber wo sind hier die Schatten-Marios? Schatten-Marios? Wo seid ihr denn? Na, was soll's. Ich brauche euch nicht. Ah, da kommen sie. Da kommen sie. Oh je. So. Jetzt aber nichts wie hoch hier. Muss ja nicht sein. Hep, hep, hep. Und ganz schnell jetzt. Ganz humorlos. Ganz flott. Oh, was mache ich denn für eine Scheiße? Ja, ich meine, das habe ich mit Absicht gemacht. Ich wollte sie in Sicherheit wiegen. Beziehungsweise, ja, wollte, dass sie wieder nach unten mir nachspringen, in den Tod sozusagen. Nein, eigentlich habe ich das nicht mit Absicht gemacht. So, ja. Lass mich jetzt bloß in Ruhe. Ich brauche jetzt hier Konzentration. Ihr könnt durch die Wände durchspringen? Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Wieso kann ich das nicht?
So, Checkpoint. Wenigstens haben sie die hier noch belassen. Das finde ich gut. Das finde ich sogar gerade sehr, sehr fair. Und das lässt die Mission hier in einem ganz anderen Licht erscheinen. Weitsprung und Yahoo! Oh, lass mich in Ruhe! Oh, nein! Das wird nicht gut. Das wird nicht gut. Oh, lass mich in Ruhe. Nix wie hoch hier. Oh, Mann. Oh, Mann. Juhu! Und der Checkpoint! Mann, jetzt kommt diese Scheiße hier und das noch mit verfolgenden Schatten-Marios. Das ist ja mal richtig hart! So, lass mich jetzt bloß in Ruhe. Ich brauche jetzt Konzentration. So. Das hat schon mal... Ah, nein, 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 ich bin... Nein, 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 nein. Ich bin ja so weit gelaufen, ich Trottel. Darf doch nicht wahr sein, was mir hier passiert. Mann. Gut, nochmal. Mario. Wie bin ich Ihnen ge... Halt, Maul, Mensch. Darf doch nicht wahr sein. Höp, höp, höp. Juhu. So. Oh, nein, das wird nicht gut. Das, oh, doch, das reicht. Sehr gut. Und jetzt nichts wie hoch. Nichts wie hoch. Nichts wie hoch zum Stern. Ganz humorlos. Bevor uns diese Typen hier einholen. Oh Gott, sie haben uns eingeholt. Jetzt wird's eng. Ich muss mich beeilen. Gut. Okay. Was? Das geht nicht. Das geht nicht. Das können die nicht tun. Das geht nicht. Das können die nicht mit mir machen. Boah. Also das war jetzt un... Fucking fair. Junge, ist das heavy. Sogar Rosalina ist mittlerweile aufgetaucht, weil ich jetzt noch einige Versuche gemacht habe. Die ich aber im Grunde nicht zeigen musste, weil ich denselben Fehler nochmal gemacht habe von eben. Also den ihr zuletzt gesehen habt. Und von daher, scheiß drauf. Ich brauche jetzt Konzentration. Oh Mann. Und ich werde den Cosmo-Assistenten nicht benutzen. Es geht so ein bisschen um die Ehre. Es geht um die Ehre. Es kann nicht sein, dass ich hier den Cosmo-Assistenten einsetzen muss. Ich bin schon so weit. Ich bin so kurz vor dem Ziel. Das kann nicht sein. Ich werde diese Mission hinbekommen. Ich werde jetzt, hier und jetzt, den Stern holen. Ich sag's euch, Leute, ich... Hab den Stern! Ich hab ihn tatsächlich. Junge, das war ein hartes Stück Brot. Eieieiei, das war wirklich richtig, richtig, richtig schwer gewesen. Aber ich hab's geschafft. Ja, und das, ja. Machen wir mal weiter. Und zwar mit diesem Stern. Juhu! Mit der Spitze auf den Arsch. Herrlich. Also, Mario findet das gut, nicht ich. So, okay. Juhu! Und der nächste Komet taucht auf in der intergalaktischen Bosporus-Parade. Sehr schön, aber nicht für uns. Nicht hier, nicht jetzt. Das will ich später machen, weil das ziemlich lange dauert. Und ja, ich wahrscheinlich einige Versuche dafür brauchen werde, weil ich weiß leider schon, was es ist. Nämlich, wir dürfen dieselbe Bossgalaxie. Ach, ihr werdet's dann sehen. Ihr werdet's sehen. Das wird wahrscheinlich der letzte Stern sein, den ich hole, weil es wirklich sehr schwer ist. Okay. Beziehungsweise, ich hab's noch nicht probiert. Vielleicht ist es auch einfach, aber... ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach ist. Vielleicht mache ich es doch schon demnächst mal. Aber jetzt machen wir erstmal was anderes. Jetzt gehen wir in Bowser Juniors Böllerbunker. Denn ich habe einiges vor. Hier und jetzt wird Bowser Junior in den Hintern getreten bekommen. Risikokomet Megamux für Profis. Das bedeutet, wir dürfen das gesamte Megamux-Level in Risikoform machen. Das klingt nicht nur krank, das ist krank. Das ist richtig krank. Bowser Junior, ich hasse dich jetzt schon. Aber egal.
Yes! Weiter geht's. Hallo Toadies, was wollt ihr? Ihr wollt nach Hause, sehr schön. Das ist ein Roboter, stimmt, sieht aus, als könnte er blablabla, leckt mich. Okay. Sprengdepp, folge mir. Ja, ich weiß, dass die Kugelwillis heißen, aber hier im Let's Play heißen sie Sprengdepp. So. Gut. Das hat doch mal gleich hier am Anfang geklappt. Wow. Besser als damals, ihr erinnert euch vielleicht noch. Und jetzt heißt es Cannonball. Juhu. Flying for extra lives. Sehr schön. Na, dann kommt mal her. Na? Oh, scheiße. Ah, ja, das war jetzt mal ein bisschen dämlich. Okay. Nichtsdestotrotz. Was soll's? Suizid! Nein, jetzt wieder ernsthaft. So. Wir gehen wieder in diese Richtung. Folge mir! Folge mir immer noch! Jawohl, ich danke dir. Und hinein! So. Diese Mission soll ein bisschen anders laufen wie die Schatten-Mario-Galaxie von eben. Also strengen wir uns an. Wow. Beinahe denselben Fehler nochmal gemacht. Komm her. Ich bring dich... Hüpf nicht weg. Hör auf wegzuhüpfen. Bleib doch mal hier. So, jetzt. Und nein! Kann doch nicht wahr sein. Das kann doch jetzt nicht sein. Das kann nicht sein.